Borussia Dortmund ist immer auf der Suche nach herausragenden Talenten in ganz Europa. Auch Jonathan Bamba vom OSC Lille soll es dem BVB angetan haben. Der französischen U21-Nationalspieler erinnert an den früheren Dortmund-Star Pierre-Emerick Aubameyang. Angeblich ist der BVB bereits seit Monaten an Bamba interessiert, den Lille erst im Sommer ablösefrei von der AS St. Etienne holte. Neben dem Tabellenführer der Bundesliga sollen aber auch andere europäische Schwergewichte wie Inter Mailand oder die SSC Neapel ein Auge auf den pfeilschnellen Angreifer geworfen haben, wie das französische Blatt Le 10 Sport berichtet. Demnach soll ein namentlich nicht genannter Verein ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für Bamba vorbereiten, um ihn aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag in Lille herauszukaufen. Damit wäre Bamba im Falle eines BVB-Transfers der aktuell neben André Schürrle teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison brachte es Bamba, der ähnlich wie Ex-BVB-Stürmer Aubameyang sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum beheimatet ist, bereits auf 8 Scorerpunkte, 7 Tore, eine Vorlage in der Liga. Dem Medienberichten zufolge, unter anderem vom FC Schalke 04 umworbenen Nicolas Perfet, bildet er eine brandgefährliche Offensive beim Tabellendritten der Ligue 1.